Wir wurden vom Deutschen Roten Kreuz, also da waren auch, glaube ich, so ein paar Nonnen dabei. Die haben uns dann eingesammelt und dann mussten wir noch sehr lange warten. Das weiß ich warum auch nicht. Wahrscheinlich kam noch ein anderer Flieger und dann ein ganzer Bus voll. Da sind wir dann von Frankfurt nach Friedland gebracht worden mit dem Bus hier. Wann war das? Wissen Sie das noch? Wann Sie hier ankamen in Friedland? 26. Mai, genau. 26. Mai 1976. Wie war denn Ihr erster Eindruck von Friedland? Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, also im Grunde gar nicht viel anders als jetzt. Wir sind ja hier genau angekommen mit dem Bus. Und als wir ausgestiegen sind, da standen ja schon ein paar Leute. Das hat mich auch sehr beeindruckt, dass diese Menschen uns so hilfsbereit dann immer in Empfang genommen haben. Ne? Da gab es ja immer gleich so, wurden die Älteren gleich weggenommen oder die Kinder gleich in Empfang genommen. Und so. Das war der Eindruck, dass wir hier willkommen sind. Ne? Und da hatte ich nie so sehr geachtet darauf, wie die Baracken hier aussahen oder wie diese Umgebung aussah. Ich habe eher auf die Menschen geachtet und das war angenehm, sehr schön. Sind Sie dann gleich zugewiesen worden in eine Unterkunft oder wie lief das ab nach Ihrer Ankunft? Ja, wir hatten hier in einer der Baracken, hatten wir dann ein Zimmer bekommen mit einer anderen Familie zusammen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, die Nummer weiß ich nicht mehr. Also da, ja, wir waren auch nur 6 Tage hier, es war ganz schnell.